Das Münchner Oktoberfest. Seit eineinhalb Wochen wird hier ordentlich gebechert. Und nicht selten maßlos übertrieben. Zwei Tage begleiten wir die Rettungssanitäter bei ihren Einsätzen auf dem größten Volksfest der Welt. Verletzte Besucher und Alkoholleichen. Mediziner im Dauereinsatz. Und das rund um die Uhr. Die Theresienwiese, vergangenen Mittwoch. Schichtbeginn für Dr. Philipp Kampmann. Der Allgemeinmediziner arbeitet hier seit letztem Jahr als ärztlicher Leiter des Sanitätsdienstes. Sein Arbeitsbereich ist die Wiesenambulanz. Während die Festzelte jährlich neu aufgebaut werden, bleibt dieses Gebäude das ganze Jahr stehen. Hier versorgen in den zwei Festwochen insgesamt rund 600 Mitarbeiter tausende Patienten. Letzte Besprechung, bevor es heute losgeht. Die Herausforderung, glaube ich, ist die, dass wir nie wissen, was kommt. Und dass wir trotzdem versuchen müssen, uns auf den Patienten und auf den individuellen Fall vernünftig einzustellen, damit er eben so gut wie möglich versorgt wird. Dann kommen Sie mal mit. Große Überraschung. Erstes Opfer des Alkohols ist Wiesenbedienung Christina Radberger. Nicht, weil sie getrunken hat, sondern weil sie das Bier zu den Tischen bringt. Medizinisch ist es wahrscheinlich eine Achillessehnenreizung, eine Achillodynie in Verbindung mit einer Überlastung des Sprunggelenks. Und man sieht richtig die Rötung hier am Außenknöchel und die Schwellung auch. Das muss, also wenn Sie jetzt nicht auf der Wiesn arbeiten würde, würde ich sagen, jetzt gehen Sie mal heim, schreiben Sie für ein paar Tage krank und geben Sie Ruhe. Das kommt für Christina Radberger nicht in Frage. Schmerzmittel, eine entzündungshemmende Salbe und ein Druckverband sollen ihr erst einmal helfen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, ich gehe jetzt wieder ins Zelt zurück. Das heißt, wie lange geht's heute? Bis Ende. Ich hoffe, dass ich um 12 raus bin heute. Genau. Also nicht übertreiben, gell? Wenn es echt nicht geht, dann nicht. Ja. Genau, jetzt geht er noch vorne schnell vorbei zum Auschecken. Alles Gute, gell? Danke. Viel Erfolg, servus. Hoffentlich nicht bis bald. Nicht bis bald. Also, wenn dann im Zelt, nicht hier, okay? Ja, genau. Ciao. Diese Wiesenbesucherin wurde von einer Wespe gestochen. Das Problem? Ihr Körper hat allergisch reagiert. Sie wird erst versorgt. Das ist der Stich. Tut weh. Dann wird mein Hals halt dick und pelzig. Und wenn es ganz schief läuft, falle ich in Ohnmacht und bin hinüber. Aber darum bin ich hier. Und wie geht's dann gleich weiter? Auf jeden Fall weiterhin keinen Alkohol trinken und dann trotzdem feiern. Kleiner Tipp an alle anderen. Trinkt einfach eine Maß Apfelschorle. Es kommt rüber wie ein richtiges Bier, ist es aber nicht und ihr bleibt nüchtern. Hätte dieser junge Mann den Tipp mal befolgt. Er hat nach eigenen Angaben 2 Maß Bier getrunken. Im Überwachungsraum wird er jetzt aufgepäppelt. Der darf sich jetzt bei uns ein bisschen ausruhen. Wir überprüfen seine Vitalparameter, wir messen mal Blutdruck, wir checken mal den Blutzucker, wir gucken mal, ob wir ihm ein bisschen vielleicht eine warme Salzlösung reinlaufen lassen und eventuell auch was gegen die Übelkeit geben. Und dann geht es ihm hoffentlich in den nächsten Minuten schon wieder ein bisschen besser. Währenddessen koordiniert Einsatzleiter Patrick Schönfelder mit seinem Team die Einsätze der Rettungssanitäter auf dem gesamten Festgelände. Bis zu 12 Trageteams sind täglich auf der Wiesn im Einsatz. Es ist 5:20. Und die Mediziner haben alle Hände voll zu tun. Eine junge Frau aus Kanada wird eingeliefert. Sie hat eine Schnittverletzung am Bein. Ich war im Festzelt und da hat jemand einen Maßkrug runtergeschmissen. Das Glas hat mich dann geschnitten. Dr. Kampmann vergewissert sich, dass die Patientin ausreichend geimpft ist. Denn die 6 cm große Wunde muss hier im OP-Raum genäht werden. Mit 12 Stichen flickt Dr. Kampmann die Wade erfolgreich wieder zusammen. Everything okay? Mhm. Yeah? Mhm. Was raten Sie ihr jetzt? Darf sie jetzt weiter feiern? Oder? Nee, heute habe ich gesagt, es ist vorbei. Also außer sie kann feiern, indem sie das Bein hochlegt und Ruhe gibt, aber das wird halt nicht gehen. Und deswegen würde ich ihr heute dringend empfehlen, das Bein hochzulagern und ein bisschen zu kühlen und einfach Piano zu machen, auch nicht mehr Alkohol zu trinken etc. Das ist alles kontraproduktiv. Okay. Ihr Wiesenbesuch ist für heute beendet. Ich bin nur 2 Tage auf dem Oktoberfest. Ich bin schon traurig, dass ich jetzt einen Tag verliere durch die Verletzung. Frisch verarztet verlässt die 24-Jährige die Station. 7:15. Fast im Minutentakt werden jetzt die Rettungssanitäter auf das Wiesengelände geschickt. Jeweils in 5er-Teams mit einer voll ausgestatteten Trage. Die blaue Abdeckung soll den Patienten vor Regen und den Blicken anderer Besucher schützen. Dieser Mann hatte offensichtlich ein paar Maß zu viel. Doch auf die Trage möchte er nicht. Für ihn geht es mit Stützhilfe zu Fuß ins Sanitätshaus. Kurzer Check von Dr. Kampmann. Grüß Gott. Ja. Kampmann heiße ich. Wie viel Bier haben Sie geschafft? 5. Ja, vielleicht sogar 6.
Dann werden wir jetzt ein klein wenig dafür uns stark machen, dass Sie sich ein bisschen hier ausruhen dürfen. Ciao. Verletzt ist dieser Wiesenbesucher nicht. Er kann sich jetzt im Ruheraum erholen. Kurze Zeit später wird eine US-Amerikanerin eingeliefert. Dr. Kampmann versucht, die junge Frau zu beruhigen. Wir werden ihren Fuß anschauen und gucken, ob da was kaputt ist. Die 36-Jährige ist erst seit gestern in München. Ein falscher Schritt. Und Sie sind nur für einen Tag hier? Ja, einen Tag. Ein falscher Schritt, das ist ein Desaster. Ja. Jetzt muss man erstmal eine Diagnostik betreiben und feststellen, ist der Knöchel gebrochen oder ist das nicht. Und deswegen müssen wir sie jetzt leider in die Klinik schicken. Okay. Je später es wird, desto mehr Bierleichen werden eingeliefert. Dieser 18-jährige Besucher hat sich ein wenig übernommen. Und auch dieser Dame bekommt das Wiesenbier nicht so gut. 21 Uhr, Schichtende für Dr. Kampmann. Nach 12 Stunden Arbeit übernehmen nun die Kollegen der Nachtschicht. Und die werden noch jede Menge zu tun haben. 316 Patienten versorgen die Mediziner alleine an diesem Mittwoch. Der nächste Tag und der nächste Tourist aus den USA. Ja, genau. Aber reagiert er noch ein bisschen oder nicht mehr? Hallo, grüß Gott. Schmerzen. Hallo. Genau, tun wir mal rüber in die Überwachung. Hab ansonsten geplant, keine Verletzungen. Der Patient aus Übersee ist nicht ansprechbar. Er wird jetzt für die nächsten Stunden überwacht. Ja, der Kollege hat ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, ist wohl auch US-Amerikaner. Die vertragen ja das starke Wiesenbier meistens auch nicht so ganz gut. Und hat ein bisschen zu viel getrunken, ist auch ausgekühlt, es regnet gerade draußen. Und jetzt wärmen wir ihn ein bisschen auf, schauen, dass er ausnüchtern kann. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt so ein bisschen die Ruhe noch vor dem Sturm haben und dass es noch ein bisschen mehr wird. Man hört schon, die Tragen werden rausgeschickt, eine nach dem anderen, und schwärmen jetzt aus und holen die Patienten zurück. Ja. 17.30 Uhr, Einsatz für Trage 10. Wir haben das Leitbild Trauma. Trauma bedeutet irgendein Sturzgeschehen, irgendeine äußere Verletzung. Und wurden eben alarmiert und da fahren wir jetzt hin. Achtung! Vorsicht, bitte! Der Einsatzort ist nur wenige hundert Meter von der Ambulanz entfernt. Der verletzte Mann wird von den Rettungskräften erst versorgt. Die Polizei ist auch vor Ort und sichert die Unfallstelle. Denn immer wieder kommt es zu Übergriffen auf die Sanitäter. Wir werden häufiger angegriffen. Es ist auch schwieriger durchzukommen. Der natürliche Respekt vor einem Uniformierten ist weniger geworden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir fürchterlich wichtig sein wollen, sondern wir haben halt einen Auftrag und sollen da auch helfen, müssen uns jetzt zusätzlich auch noch schützen. Das, finde ich, macht es schwieriger. In diesem Fall bleibt alles ruhig. Die Sanitäter bringen den Verletzten in die Ambulanz. Dr. Philipp Kampmann erwartet den Spanier bereits. What's your name? No, my name is Fernando. Fernando, okay. You know, wissen Sie, wo Sie sind? Yeah. Okay. So we will have a look at your head, okay? Wir schauen uns mal Ihren Kopf an und dann können Sie eine Runde schlafen und sich ausruhen. No, I know. And you can relax. You talk to us, everything's okay. 19.02 Uhr. In der Station geht es jetzt Schlag auf Schlag. Im Minutentakt werden die Verletzten eingeliefert. Für den Chefarzt und sein Team gibt es eine Menge zu tun. Insgesamt versorgen die Mediziner 648 Personen an zwei Tagen. Für Dr. Kampmann ist sie heute die letzte Patientin. Nach erfolgreicher Behandlung hat der 46-Jährige jetzt Feierabend. Ich werde jetzt dann vielleicht noch mir eine Tüte Mandeln kaufen und nach Hause gehen oder beziehungsweise mit der U-Bahn nach Hause fahren und ein bisschen die Beine hochlegen und entspannen, denn die nächsten Tage werden sicher noch ein bisschen anstrengend. Und so endet für Dr. Philipp Kampmann ein ganz normaler Arbeitstag auf der Wiesn.